Ciao zusammen, ich bin Dirk, euer griechischer Jedi und willkommen zu einem neuen Entweder-Oder-Video. Das erste Video von diesem Format ist schon eine Weile her. Solltest du das noch nicht gesehen haben, dann kannst du das natürlich sehr gerne reinziehen. Ich verlinke es hier oben auf dem i. Und auch heute ist logischerweise der Livio wieder mit dabei. Er ist hinter der Kamera. Hoi Livio! Hallo Jörg. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Also, ich will das sagen, aber egal. Auf jeden Fall. Macht wieder Sinn, wie du redest. Ich will an sich nur sagen, es wird noch ein drittes Video geben. Das wird aber ein bisschen anders von dem Thema her. Also ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Nehmen wir mal an, es wird nicht so sein, wie das, was ich vorhabe. Nämlich möchte ich dann beim dritten und letzten Video von dieser Art von Entweder-Oder eine obszöne Version machen. Das heisst, wenn du ein bisschen so, wie soll man sagen, so perverse Sachen hast, dann schreib das jetzt unbedingt unten in die Kommentare rein. Die Wahrscheinlichkeit ist dann nämlich sehr gross, dass das von dir im nächsten Video dann auch kommen wird. Jetzt jedoch starten wir mit dem heutigen Video. Ich bin echt gespannt, was der Livio da wieder zusammengesucht hat. Also, los geht's! Jörg, du kennst die Regeln? Ich kenne die Regeln, jawohl. Bist du bereit? Nein. Los geht's! Liegen oder sitzen? Liegen. UFC oder WWE? And his name is John C. Sonne oder Mond? Sonne. Paris oder Berlin? Paris. Ein- oder ausatmen? Einatmen? Das ist extrem fies. Nur noch. Gar nicht mehr ausatmen. Darum bin ich so. Darum habe ich die Körperform, weil ich nur einatme. Oh Mann. Was immer zu sein. Kekse oder Kuchen? Kuchen. Rolling Stones oder The Doors? The Doors. Weltklasse. Blumen oder Bäume? Bäume. Kein Weg durch das Leben. Weiß oder schwarz? Schwarz. Fluch der Karibik oder Indiana Jones? Indiana Jones. Lego oder Playmobil? Lego. Slipknot oder Limp Bizkit? Ich enthalte mich gar nicht. Beides die Alten. See oder Meer? See. Restaurant oder Bar? Restaurant. Gelb oder Rot? Gelb. Malediven oder Mallorca? Malediven. Gipfel oder Weckli? Weckli. Mit Jockeystängel. Street Fighter oder Soul Calibur? Oh, Street Fighter. Transformers oder The Avengers? Transformers. Speedboat oder Segelboot? Speedboat. Lampe oder Kerze? Lampion. Nein, Lampe oder Kerze. Aber okay, machen wir für die Lampion oder Kerze. Und dann nimmst du Lampion, okay? Oh Mann. Lampion hat ja Kerze. Okay. Raclette oder Käsefondue? Raclette. E-Mail oder SMS? SMS. Kurz oder langärmlich? Kurz. Reggae oder Trap? Reggae. Bud Spencer oder Terence Hill? Terence Hill. Gemüse oder Frücht? Frücht. Bungee Jumpen oder Fallschirmsprung? Fallschirm. Klatsch, Alter! Tattoo oder Piercing? Tattoo. Ski oder Snowboard? Snowboard. Green Day oder Nirvana? Nirvana. Twix oder Snickers? Have a break. Have a Kit Kat. Amsterdam oder Helsinki? Helsinki. Teppich oder Parkettboden? Parkett, was sind das für Sachen? Von Helsinki zum Parkett? Samurai oder Ninja? Samurai. Pferd oder Esel? Was? Pferd. Need for Speed oder Gran Turismo? Need for Speed. Ostern oder Silvester? Ostern gibt es mehr Schokolade. Links- oder rechtshändig? Rechtshänder. L1 oder R1? Für was? Für alles und nichts. R1. Schwingen oder ringen? Schwingen. Shakira oder Rihanna? Shakira. Red Bull oder Monster? Red Bull. Monster ist so hässlich, ich kann das nicht aushalten. Das ist nur ein Grusel. Joe Sakic oder Peter Forsberg? Oh shit, das darf man nicht stellen, die Frage.
ist man mit falschen Freunden befreundet. Tür oder Fenster? Tür oder Fenster? Astronaut oder Taucher? Astronaut. Matrix oder Terminator? Terminator. Blond oder Brünett? Also ich. Also ich nehme mal auf Frauen bezogen. Ist mir scheißegal. Egal wie alt ich bin, meine Frau muss immer Anfang 20 sein. FC Liverpool oder Chelsea? Liverpool. Prepaid oder Vertrag? Vertrag. Stadt oder Land? Stadt. Vampir oder Werwolf? Vampir. RTL oder ProSieben? ProSieben. Bushido oder Eminem? Eminem. Briefkasten oder Postfach? Briefkasten, dann muss ich nicht zum Postfach laufen. Kleiderladen oder Elektronikgeschäft? Elektronikgeschäft. Jazz oder Klassik? Klassik. Wandern oder Spazieren? Spazieren. Staubsaugen oder Abstauben? Staubsaugen. Sparen oder Geld ausgeben? Geld ausgeben. Facebook oder Instagram? Instagram. Wein oder Bier? Bier. Swimmingpool oder Whirlpool? Whirlpool. Sattendesk oder Penalty schießen? Sattendesk. Schlittschuh oder Rollschuh? Schlittschuh. Buch oder Verfilmung? Verfilmung. Nino Niederreiter oder Nico Hischier? Hischier. Psychologie oder Astrologie? Psychologie. Will Smith oder Adam Sandler? Will Smith. Graue oder grüne Augen? Grau, das wäre viel geiler, wenn es wäre grün. Grau ist viel geiler. Aber dann schon fast ins Weiße rein, das wäre geil. Münzen oder Noten? Noten, weißt du, da kannst du ein bisschen so flexen. Resident Evil oder Silent Hill? Resident Evil. Kane oder Undertaker? Masked Kane. Ja, der Alt, der Erste. Alt, der Erste, ja, dann Kane, ja. CD oder Spotify? An sich Spotify, weil es gemütlicher ist, aber CDs muss man schon kaufen, um Bands zu unterstützen. American History X oder Forrest Gump? American History X. Weihnachten oder Geburtstag? Ist mir beides nicht so relevant, Weihnachten. Halb voll oder halb leer? Mitte. Ist gerade das Gleiche. Pech oder Schwefel? Pech, das stinkt nicht so. Twitch oder YouTube? Vielleicht einmal bald Twitch. Nämlich mit oder ohne H? Ja, also ohne, denke ich, weil es hat ja nichts mit dem Namen zu tun. Hä? Es hat ja nichts mit dem Namen zu tun. Ja, das wär's. Das wär's? Mhm. Okay, dann haben wir gerade etwas gehört, was sich alle merken können mit dem Nämlich. Aber ja, das wär's. Ich denke, das muss ein bisschen lockerer gewesen, ein bisschen. Hat es euch gefallen? Also? Wenn ja, dann mir das unbedingt immer einen Daumen nach oben zu dem Video zeigen und nicht vergessen, unten in die Kommentare hineinschreiben bezüglich der dritten, der. Ja, wenn man so nicht reden kann, dann haben wir auch Mühe mit nämlich mit oder ohne H. Was ich will sagen, ist nicht anders als schreiben Sachen rein für das dritte und letzte Video von diesem Format, wo dann eben ein bisschen mehr in die obszöne Richtung gegen Gefilde hineingeht. Und ich habe nichts mehr zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch mit dem, also Livio und ich, haben dich unterhalten. Und somit gebe ich das Schlusswort jetzt noch am Livio mit der Kamera. Ach du Scheiße. Ja, hat mich gefreut. Okay. Ja, ich hoffe, ihr habt das Video. Nein, euch hat das Video gefallen, will ich ja, natürlich sagen. Ja, ich schaue den Wein gerade in den Bildschirm. Er weiß nicht, wie viel andere. Er schaut es nicht. Weißt du? Das ist das Tricky am YouTube. Sagst du ihr oder sagst du du? ich sag du. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wie gesagt, Rürg hat schon alles erklärt wegen dem dritten. Wegen der dritten Variante von der Serie, die wir hier machen. Das muss ich also nicht mehr erklären. Ich sag genau das Gleiche. Das ist voll langweilig. Ich sag einfach sagen, schau selber. Ja, dann ist mein Schlusswort. Ciao zusammen.